So, da kommen wir schon zu unserem letzten Start-up, der Invenox GmbH, die der Matthias Wippler vorstellen wird. Da geht es um Batterien. Vorhin sind dann schon unsere Mikros schon kurz ausgefallen. Vielleicht kann seine Lösung unseren Mikros ein bisschen mehr Saft verleihen. Aber das wird er uns gleich erzählen. Kannst du das einhängen? Ja, oder hier mach du mal. Ich schalte schnell um. Invenox. So. Und los geht's. Hier ist der Drücker. Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank, dass wir uns heute hier präsentieren dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Wipfler. Ich komme von der Firma Invenox und Invenox steht für die Produktion und Entwicklung von Batteriespeichersystemen auf Basis von kleinen Lithium-Ionen-Speicherzellen. Das ist 18650 Format, vielleicht bei Ihnen bekannt als die Laptop-Zelle. Vincent hat vorhin gesagt, hat diese AAA-Zelle, die man auch im Walkman früher findet oder im Discman oder sonst wo, es geht in die Richtung. Also vom Format ist es ähnlich, die sind ein bisschen länger. Aber in der Tat haben wir uns auf die kleinen Zellen fokussiert und letztlich der Fragestellung gestellt, wie man diese Zellen effizient miteinander verbindet. Lithium-Ionen ist im Moment in aller Munde und in der Tat findet es in immer mehr Anwendungen seinen Platz, beispielsweise hier bei den kleinen Elektroasten. Mehr findet es schon Anwendung oder eben auch bei größeren Anwendungen, wie beispielsweise den Elektroboden. Aber ein Nachteil hat Lithium-Ionen, es ist noch sehr teuer. Und das bedeutet, dass es insbesondere bei größeren Anwendungen, ja, wenn man es in Summe betrachtet, teilweise noch sehr teuer im Einsatz ist. Allerdings, gerade bei größeren Anwendungen wiederum, ist Lithium-Ionen eigentlich die einzigste Anwendung, wo man es überhaupt sinnvoll anwenden kann, beispielsweise bei Automobilen. Und deshalb wird unserer Überzeugung nach Lithium-Ionen die Technologie sein, die in Zukunft ja, noch stark in den Anwendungsbereichen an Zuwachs gewinnt. Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, Lithium-Ionen einzusetzen. Es gibt zwei Wege. Man verwendet entweder die großen Zellen oder eben wie wir in unserem Fall die kleinen Zellen. Beide Male, um in die größeren Anwendungen zu gehen, muss man mehrere dieser Zellen miteinander verbinden. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Bei den großen Zellen ist es so, dass die Zellkosten relativ hoch sind pro Zelle. Aber man hat eine sehr niedrige Energiedichte. Der Vorteil ist, man hat einen sehr geringen Assemblierungsaufwand. Prominentes Beispiel hier ist der BMW 3, der verwendet diese Technologie. Bei den kleinen Zellen haben wir den Nachteil, dass wir jede einzelne Zelle miteinander verbinden müssen. Das erfolgt über einen Schweißprozess, aktuell. Der Nachteil ist, man hat einen sehr hohen Assemblierungsaufwand. Allerdings hat man sehr kostengünstige Zellen, weil das ist ein Massenprodukt, das ist ein Standardprodukt und es hat eine sehr hohe Qualität und entsprechend auch eine sehr hohe Energiedichte. Prominentes Beispiel ist hier der Tesla. Genau. Invenox hat sich jetzt zum Ziel gemacht, die beiden Vorteile miteinander zu verbinden von beiden Verfahren und die Nachteile sozusagen zu eliminieren, indem wir letztlich auf ein Schweißverfahren komplett verzichten können. Wir klemmen diese Zellen nur miteinander über zwei Platten und dann haben wir in einem einzigen Prozessschritt sehr viele dieser kleinen Zellen miteinander verbunden. Das macht das Produktionsverfahren sehr günstig. Man hat einen sehr geringen Assemblierungsaufwand. Man kann die kostengünstigen kleinen Rundzellen verwenden und man hat eine sehr hohe Energiedichte. Und damit haben wir sozusagen die Vorteile beider Verfahren in einem vereint. Der Proof of Concept ist erfolgt im Rahmen von dem Concept VisioM. Das ist ein Forschungsfahrzeug der TU München. Das ist ein Forschungsprojekt zusammen mit Daimler und BMW gewesen. Darin ist unsere Akkupack-Technologie verbaut und wird auch erfolgreich angewendet. Selbstbewusst wie wir sind, haben wir auch mal durchgerechnet, wenn wir jetzt ein BMW i3 hernehmen würden und diesen BMW i3 mit den kleinen Zellen ausstatten, so wie das der Tesla verwendet, würden wir eine Reichweite von über 400 Kilometer erreichen.
Aktuell mit den großen Zellen, mit dem ersten Verfahren, das ich vorhin beschrieben habe, erreicht der BMW i3, wenn man milde mit ihm fährt, 160 Kilometer. Wenn man nicht milde mit ihm fährt, schafft er sogar noch weniger. Wie funktioniert nun unsere Technologie? Also wir nehmen diese Standard kleinen Rundzellen. Wir haben hier eine Kunststoffstruktur, mit denen die Zellen fixiert werden. Wir haben ein Kontaktierungsmaterial, da liegt unser Know-how drin, das haben wir selber entwickelt, die Zusammensetzung, auch der Prozess des Auftragens auf diese Aluminiumleiterplatte, die Sie hier sehen. Das ist quasi die Aluminiumkernleiterplatte, da wird das Kontaktierungsmaterial aufgetragen. Das ist ein Druckverfahren, ein Siebdruckverfahren und das wird dann entsprechend ausgehärtet. Und dann verbindet man diese Zellen miteinander über diese Platten, wird das Ganze verschraubt und durch den Anpressdruck entsteht eine elektrische Leitfähigkeit. Hinzu kommt noch, dass wir ein eigenes Batteriemanagementsystem entwickelt haben, das für das Thema Sicherheit zuständig ist. Kunden nutzen. Durch diese Technologie erreichen wir die weltbeste Energiedichte. Durch unser eigenes Batteriemanagementsystem haben wir eine sehr, sehr hohe Sicherheit, was gerade bei größeren Anwendungen ein wichtiger Faktor ist, wo auch Kunden aktuell noch ein bisschen zurückschrecken, weil es immer mal wieder Negativbeispiele gibt im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie. Wir können durch das Batteriemanagementsystem auch das Thema Realtime-Monitoring verfolgen. Der Vorteil ist, dadurch, dass wir hier keine Verschweißung vornehmen, können wir dieses Modul komplett auseinanderbauen und sozusagen die Zellen in den Recyclingprozess ohne Rückstände zurückführen, was natürlich auch dem Thema Nachhaltigkeit zugutekommt. Oder man kann auch in einer Second-Use-Anwendung diese Zellen wiederverwenden. Insgesamt sehr kostengünstig und auch noch ein nicht unwesentlicher Faktor ist das Thema Local Content. Das heißt, wir können die Endfertigung eigentlich überall auf der Welt vornehmen. Nochmal kurz zum BMS, das Batteriemanagementsystem, ein wichtiger Teil. Das ist auch an der TU München entwickelt worden auf Basis von neuesten Algorithmen und es schafft dadurch eine duale Sicherheitsstruktur. Es ist Selbstlernen und kann dadurch sehr viel präziser den Gesundheitszustand des Batteriesystems bestimmen und auch die Ladezustände. Die Software ist auch im Eigentum der Firma. Wie sehen nun unsere Märkte aus? Für uns haben wir den Markt oder die Märkte in drei Kategorien unterteilt. Wir sprechen einmal von den niedrig zertifizierten oder basiszertifizierten Märkten, die sehr einfach anzugehen sind. Dann haben wir die mittleren Zertifizierungen im Bereich der stationären Energiespeicher und die hochzertifizierten Märkte, das wäre jetzt Automobil, Luftfahrt oder auch MedTech. Für ein Startup sehr schwierig, in die hochzertifizierten Märkte reinzukommen, anfangen. Da braucht man sehr langen Atem, sehr viel Invest. Deswegen haben wir uns im ersten Schritt auf die basiszertifizierten Märkte beschränkt, wo es eben um Anwendungen geht wie Elektroboote, E-Scooter oder eben auch Tricycles. Hinsichtlich des Marktvolumens haben wir mal berechnet, im EU-Markt sehen wir aktuell so um die 300 Millionen Euro Marktvolumen, bis 2020 wird es auf 3 Milliarden Euro steigen, im asiatischen Raum aktuell 200 Millionen Euro, bis 2020 12 Milliarden Euro. Hier vor allem der Bereich der Tricycles, Sie sehen dieses grüne Tricycle. Das ist ein Riesenmarkt in Asien. Aktuell laufen die alle noch auf Verbrenner und die Regierungen werden Stück für Stück Programme aufsetzen, wo diese ganzen Tricycles auf Elektro umgestellt werden. Wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Invenox hat sich eben das zum Ziel gemacht, dass man Lithium-Ionen-Technologie günstiger anwenden kann, auch in größeren Anwendungen. Deswegen haben wir unser Geschäftsmodell so ausgerichtet, dass wir einen Großteil unserer Bauteile fremd beziehen. Also das heißt, die Produktionsschritte liegen zu 95% bei den Zulieferern. Wir können da sehr günstige, standardisierte Teile bis hin zur Zelle beziehen. Invenox macht produktionstechnisch nur noch 5%, aber darin liegt der Kern des Know-hows. Das heißt, die Wertschöpfungstiefe ist eigentlich gerade umgekehrt, 70% der Wertschöpfungstiefe mit dem Know-how im BMS und auch in dem Kontaktierungsmaterial liegt bei uns, 30% der Wertschöpfung bei den Zulieferern.
Und von da aus geht es dann direkt zum Endkunden oder beziehungsweise zum OEM. Für die Zukunft im asiatischen Raum, ich habe vorhin das Thema Local Content erwähnt, werden wir das Ganze über einen Industriepartner in Asien endfertigen lassen. Da haben wir auch schon gute Kontakte. Und für das Thema Hochzertifizierung kann man sich auch überlegen, ob wir das Ganze in ein Lizenzmodell an OEMs weitergeben. Wir haben schon eine ganze Reihe Industrieprojekten auch am Laufen aktuell. Das geht los von einer kleinen Reinigungsmaschine, also wie man im Supermarkt kennt, bis hin, unser größtes Projekt aktuell, eine Elektrojacht, die misst 15 Meter, wird komplett mit solchen kleinen Laptopzellen ausgestattet. Genau. Und das Ganze geht noch weiter, bis hin zu großen Fähren, was aktuell im Gespräch ist. Sehr spannend, was da alles möglich ist. Genau, und wir haben da wirklich auch schon, wir waren jetzt 3 Tage auf der ICATEC-Messe, haben wir einen riesen Anspruch, haben wir sehr viel Zuspruch bekommen, auch verrückte Projekte, wo man gar nicht dran denkt. Also das Thema Lithium-Ionen ist am Kommen. Im Moment ist wirklich das Thema Preis, steht im Vordergrund und da wollen wir eben ansetzen. Gut, unsere Schritte bisher, Sie sehen hier, 2014 sind wir gestartet. Wir sind auch noch über Exist gefördert. Das ist ein großes Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, was uns natürlich sehr geholfen hat am Anfang, gerade für ein Hardwareunternehmen, das sehr viel Invest braucht, war das natürlich ein idealer Start für uns. Der Proof of Concept, den habe ich schon erwähnt. Wir haben auch 2014 schon den Markteintritt geschafft. Wir hatten da schon einen Umsatz von ca. 200.000 Euro, was eigentlich relativ beachtlich ist für ein Startup. Jetzt im Laufe von 2015 haben wir eine eigene Produktion aufgebaut, natürlich noch nicht 100% automatisiert, und ein Prüflabor eingerichtet in Garching. Das Patent ist ins Firmeneigentum übergegangen und was wir natürlich jetzt machen, ist das Ganze vertriebsseitig aufzubauen, richtig Gas zu geben, und das werden jetzt die nächsten Schritte sein, natürlich dafür einen Investor zu gewinnen, um das Ganze, sage ich mal, wachstumsmäßig nach vorne zu bringen. Die Nachfrage ist definitiv da. Jetzt braucht man wirklich sehr viel Geld. Das ist nicht zu vergleichen mit einem IT-Unternehmen. Es ist wirklich ein Hardware-Unternehmen, das wir aufbauen. Da ist sehr viel zu berücksichtigen. Das geht los, wenn man eine Produktionshalle einrichtet, Sicherheitsbestimmungen bis hin zum Produkt an Zertifizierung, gerade im Bereich von Batteriespeichersystemen. Da muss man sehr, sehr viel investieren, was sehr viel Geld kostet, auch Personal, die sehr viel Know-how auch noch mit ins Unternehmen reinbringen müssen. Hier sieht man, wo wir in Zukunft investieren müssen. Produktion, Personal, Produktion und Zertifizierung. Genau. Also eine große Herausforderung, aber wir glauben daran. Und wie gesagt, vom Markt kriegen wir eigentlich einen Zuspruch. Wir waren jetzt auf einigen Messen schon und das Anwendungsspektrum ist aktuell riesig. Also wie gesagt, es fängt an von einer kleinen Reinigungsmaschine und geht eben aktuell auch sehr stark in den maritimen Bereich rein. Ja, Automobil natürlich gerne, aber im Moment stellen wir das natürlich noch ein bisschen zurück, weil es einfach für ein Startup unmöglich ist, da reinzukommen. Ich selber komme von BMW, ich war 3 Jahre bei BMW tätig und weiß natürlich, wie schwierig es ist, als gestandener Zulieferer dort Fuß zu fassen. Dann wird es natürlich für ein Startup noch schwieriger sein. Und Sie können mir glauben, drumherum gibt es genug Märkte. Wenn wir die abgrasen, haben wir eigentlich, sind wir gut für die nächsten Jahre aufgestellt. Vielen Dank. Super, Matthias. Also ich habe ein bisschen ausgerollt, ich habe schon angekündigt, aber es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ich glaube, es ist für alle hilfreich gewesen, wenn man ein bisschen mehr ausholt. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie relativ schnell einen Anwendungsfall im Kopf, wenn man an einem Handy denkt oder an den automatisierten Staubsauger. Wobei, zu Hause. Da eignet sich natürlich diese Rundzellen nicht. Die kommen wirklich vom Laptop her. Bei solchen Handys, da werden Pouchzellen verwendet, aber die natürlich, sage ich mal, von der Energiedichte und so weiter für größere Anwendungen nicht sinnvoll sind. Jetzt hatte ich mir selber mal vor kurzem einen E-Scooter ausgeliehen und da war auch immer der große Punkt, also ein großes Teil, so wie eine Autobatterie, die man aussehen musste und dann irgendwo laden. Und mir wurde gesagt, so 90 Kilometer kann man damit fahren. Also, ist okay, passt, aber irgendwie nicht so zufriedenstellend. Und
der Batterieanteil war relativ teuer. Jetzt, wenn du sagst, du hast ja jetzt mal gesagt, es ist günstiger, ich habe aber noch nicht so ganz rausgehört, ja, wie viel Stück günstiger ist es denn? Also wenn jetzt da eine Batterie, was haben wir, die kostet 1000 Euro, was kostet dann dieselbe Batterie mit derselben Leistung bei euch? Dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel günstiger ist es denn? Das ist natürlich zu sagen. Was? So eine Größe? Also ich kann mal so eine große, grobe Preisspanne nennen, aber bitte jetzt nicht festlegen. Wir liegen im Moment pro Kilowattstunde zwischen 500 und 600 Euro. Das ist so unser Ziel, wo wir hinwollen. Schaffen wir auch schon teilweise. Es ist wirklich schwierig, weil, sage ich mal so, wir sind in der Startup-Phase. Auch die Industrieprojekte, von denen ich gesprochen habe, das sind alles im Moment Pilotprojekte, wo natürlich auch noch viel Entwicklungskosten mit reinfließen. Deswegen können wir jetzt noch nicht so einen pauschalen Preis nennen. Das hebt sich wirklich immer von der Anwendung ab. Und für so eine Elektrojacht ist es natürlich ein riesen Entwicklungsaufwand im Vergleich zum E-Scooter. Also da bitte noch nicht so fest. Okay, ich hab noch einen Vorteil gesehen, dass du eigentlich die Möglichkeit hast, mit deinen Batterien relativ flexible Formeln zu bauen. Genau, das ist ein Vorteil, den ich jetzt hier nicht explizit erwähnt habe, aber der Kunden zugutekommt. Durch diese Kunststoffstruktur, die ich gezeigt habe, also hier sieht man es, durch diese Kunststoffstruktur, das ist so ein Klicksystem. Das sind immer vier Zellen und dadurch können wir nicht nur rechteckige Batteriespeichersysteme realisieren, sondern auch eine L-Form oder ein Dreieck. Und gerade bei den Reinigungsmaschinen, was gerade sehr groß im Kommen ist, kommt es sehr zugute, weil die Reinigungsmaschinen müssen immer kompakter werden, um in den kleinen Supermärkten in die Ecken reinzukommen. Und bei denen ist Bauraum ein sehr wichtiges Thema. Und da kommt es uns sehr zugute, dass wir, sage ich mal, nicht nur auf die rechteckige Form fixiert sind. Und vom Ladeverhalten ist es genauso wie ein Handy? Oder also ist es in einer Stunde geladen oder brauche ich da zwei Tage? Ja, also sage ich mal so, bühlend in 3-4 Stunden kommt man schon hin, oder? Ich glaube schon, also da haben die elektrischen Zellen ziemlich mehr Vorteile als die Pouch und die großen Laden, weil man da ziemlich mehr direkt aufladen kann. Okay. Also um die 2 bis 3 Mal. Also er kennt sich daraus, er ist unser Tech-Coach bei Tech-Founders gewesen, deshalb habe ich ihn jetzt gefragt als Experte, weil meine technischen Jungs nicht da sind, ich bin der Kaufmann im Team. Bevor ich mich da festlege, danke für jetzt. Super. Okay, dann ganz, ganz lieben Dank. Jetzt haben wir die Frage. Ja, bitte. Zu dem Rohstoff Lithium, der ist ja eigentlich begrenzt. Die großen, so große Mengen haben wir ja diese Ressource nicht hier. Wie habt ihr da euch Gedanken gemacht, wie das in Zukunft aussehen wird? Ihr habt ja große Mengen. Und das könnte sein, dass das irgendwann mal auch eingegrenzt wird. Eine berechtigte, gute Frage. Allerdings haben wir uns, sage ich mal, mit dem Thema noch nicht so tiefgreifend beschäftigt, weil wir einfach sagen, diese Zelle, das ist ein Massenprodukt. Ja? Genau deswegen haben wir auf dieses Produkt zurückgegriffen. Dafür gibt es etablierte Hersteller wie zum Beispiel Samsung oder Panasonic oder LG. Ja, die haben sich auf das Thema Zelle fixiert und da steckt wirklich sehr viel Entwicklungsaufwand. Das heißt, da müssen wir uns eigentlich gar nicht so viel drum kümmern, denn wenn eine neue Zelltechnologie entwickelt wird oder wenn die merken, dass der Rohstoff zu Ende geht, dann werden die schon entsprechend was anderes entwickeln. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht so viel drum kümmern. Der Bottleneck bisher ist wirklich, wie schafft man es, diese kleinen Zellen, die wirklich eine sehr gute Qualität haben, zu großen Paketen zusammenzufügen. Und wie der Bühne schon gesagt hat, es gibt diverse Vorteile auf technischer Seite, die einfach für diese kleine Zelle sprechen, auch in großen Anwendungen diese einzusetzen, im Vergleich zu diesen großen prismatischen Zellen. Und wie gesagt, wir haben ja auch direkt Gespräche oder wir haben direkten Kontakt zu diesen Herstellern wie Panasonic und LG. Das heißt, da stehen wir schon sehr in Gesprächen und wenn sich da was tut, dann setzen wir das auch ein. Aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt im ersten Schritt nicht so viele Gedanken zu machen. Das ist ja genau das Schöne, wenn man nur einen Teil der Wertschöpfungskette nimmt und Druckgepack quasi auf den anderen aufsetzt. Das ist ja genau das Ziel gewesen. Wirklich, sage ich mal, weil du hast ja vorhin schon gesagt, dieser Preis, das ist im Moment noch das Ausschlaggebende, auch was wir von den Kunden zurückbekommen. Ja, viel zu teuer in der Anschaffung. Und auch unsere OEMs kriegen das Teil, und das sind etablierte Unternehmen, kriegen das teilweise nicht gerechtfertigt aktuell,
diese erhöhten Beschaffungskosten eines Lithium-Ionen-Speichers zu rechtfertigen gegenüber den Endkunden. Wenn man es aber hochrechnet auf die Lebensdauer, dann ist Lithium-Ionen einfach wirtschaftlicher. Ja? Und deswegen wollten wir eben ein günstiges Pack herstellen und da greifen wir halt auf möglichst viele standardisierte Bauteile zurück und fertig packen das dann zusammen. Super, dann vielen Dank. Okay. Dass man mal eine Vorstellung hat, wie groß muss denn so eine Batterieversorgung in Japan zum Beispiel sein und wie teuer wird das? Immer der Preis. Also, der Prototyp dieser Yacht hat jetzt 130 Kilowattstunden. Ich weiß nicht, ob Sie mit den Zahlen irgendwas anfangen können. Ja, vom Volumen her. Wie groß muss die Batterie dann werden? So. Vom Volumen? Das war der Der Tesla mal 3 oder 4. Was hat der Tesla im Moment? 85. Also 2 mal Tesla. Tesla mal 2. Und im Tesla sind ungefähr 20 größere dieser Packs verbaut. Also ungefähr 40 Batteriepacks. Der Größenordnung, also einer. Genau. Es ist schon teuer, aber zum Beispiel gerade bei im maritimen Bereich, das ist ein Bereich, wo der Preis nicht so sehr ins Gewicht fällt. Also so ein Yachtbesitzer, der ist auch bereit, sag ich mal, ein paar 10.000 Euro noch drauf zu packen. Und meistens sind es Leute, die auch bereit sind. Das sind meistens verrückte Typen, ja, so Millionäre, denen macht das nichts aus. Jetzt sage ich mal, bei einer Yacht, die 800.000 kostet, kann ich auch noch mal ein bisschen mitziehen. Interessanter wird es dann bei den kleinen Bereichen, zum Beispiel bei der Reinigungsmaschine, da wird es sehr, sehr preissensibel. Also da müssen wir wirklich sehr genau kalkulieren. Aber es ist nicht unmöglich. Da muss man dann mit den Total Cost of Ownership rechnen und ihnen vorrechnen, dass sie über die Lebensdauer viel Geld sparen. Ja. Super, Matthias, vielen Dank.